Wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir das Gehirn zum Denken haben, was ja ein großer Irrtum ist. Wir brauchen das Gehirn nicht zu denken, sondern zum Überleben. Und das bisschen, was wir denken können, das ist dadurch, dass es aufs Überleben ausgerichtet ist, dann logischerweise auf negative Situationen, ja, auf schlechte Nachrichten gepolt. Ja. Deswegen wird ja auch oft das Drama des Lebens so gut beschrieben und die positiven Dinge, die fallen dann irgendwie hinten runter. Man sieht das in allen möglichen Konstrukten, ja, seien es Beziehungen oder in Unternehmen oder auch mit Geschichten. Also die Frage stellt sich wirklich, ob es nicht eine von mehreren Möglichkeiten ist, sich tatsächlich in die Vergangenheit zu begeben und die Bedeutungsgebung seiner eigenen Geschichte neu zu erfinden.